Der Transfer von Dani Olmo von Dinamo Zagreb zu RB Leipzig ist fix. Der Club bestätigte den Transfer des offensiven Mittelfeldspielers am Samstagmittag offiziell auf seiner Vereinsseite. Der Youngster erhält einen Vertrag bis 2024 und wird bei den Roten Bullen die Rückennummer 25 tragen. Nach SED-Informationen bezahlt der Bundesliga-Tabellenführer 20 Millionen Euro für den spanischen U21-Europameister. Der Club selbst machte bezüglich einer Ablösesumme keine Angaben. Montag soll der Offensivmann die erste Trainingseinheit mit der Mannschaft absolvieren. Olmo galt als Wunschspieler von RB-Trainer Julian Nagelsmann. Das Mittelfeldtalent wurde in der berühmten Nachwuchsakademie La Masia des FC Barcelona ausgebildet und zeigte sowohl bei der U21-EM als auch in der Champions League mit Dinamo starke Leistungen. Der FC Bayern arbeitet offenbar an der ablösefreien Verpflichtung eines französischen Talents. Wie die L'Équipe berichtet, ist Yaya Soumaré von Olympique Lyon ins Visier des Rekordmeisters geraten. Die Münchner sollen bereits an den 19 Jahre alten Flügelfitzer herangetreten sein. France Football zufolge befinden sich die Bayern offenbar schon bereits in konkreten Gesprächen mit Soumaré, den es aufgrund seines im Sommer auslaufenden Vertrags zum Nulltarif geben würde. Der Offensivakteur wartet zwar noch auf sein Profidebüt, soll die Bayern-Scouts jedoch in der Youth League überzeugt haben. Der Plan der Münchner sehe vor, Soumaré in die zweite Mannschaft zu integrieren oder an einen anderen Verein auszuleihen. Neben den Bayern sollen aber auch RB Leipzig und Red Bull Salzburg ein Auge auf das Juwel geworfen haben.